Heute zeige ich euch einen Kirschschlangl. Schlangl in der Steiermark ist ein gedeckter Mürbteigkuchen. Meine Oma macht den klassisch mit Äpfeln, aber nachdem ja jetzt die Kirschzeit beginnt, zeige ich euch, wie man das mit Kirschen macht. Für den Mürbteig brauchen wir mal Eidotter. Wir machen heute einen besonderen Mürbteig. Der ist ein bisschen bröseliger als sonst. Der passt ganz gut zu dem Teig. Ein bisschen Wasser kommt dazu, weiche Butter, eine Kleinigkeit Salz, damit der Teig noch was schmeckt. Zucker kommt nur ganz wenig dazu. Die Hauptsüße soll von den Früchten kommen und nicht vom Teig. Vanillezucker auch immer gut. Zum Schluss geben wir noch ein Mehl dazu und dann tun wir das verrühren, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Der Mürbteig ist fertig, wenn wir einen schönen, festen Teigklumpen haben. So soll das ausschauen und jetzt gehen wir ihn ausrollen. Einen klassischen österreichischen Mürbteig, den würden wir jetzt einwickeln und in den Kühlschrank geben. Das machen wir heute nicht. Ich zeige euch, wie es die Franzosen machen. Ich finde, es ist einfacher und praktischer. Dafür werden wir den Teig als erstes einmal dünn ausrollen. Wir brauchen zwei Teigstücke, einmal den Boden und einmal den Oberteil. Es ist hier ein gedeckter Kuchen. Wir werden das erste Stück einmal zwischen zwei Stück Backpapier zusammendrücken und jetzt einfach dünn ausrollen. Der Teig soll wirklich nur ein paar Millimeter dünn sein. Schaut her, so dünn bzw. dick soll der Teig sein. Das letzte Stück tun wir auch ausrollen, das wird dann die Decke für den Kuchen. Beim Ausrollen bitte beachten, dass es nicht zu groß ist. Dafür verwende ich diese schwarzen Patisserie-Bleche. Die sind 30×40 cm groß. Die passen in jeden Kühlschrank und auch in den Gefrierschrank. Und jetzt ab in die Kühlung damit. Jetzt ist der arbeitsintensivste Teil vom Kirschschlangl das Entkernen. Wer sich das sparen möchte, der verwendet einfach Kirschen aus der Dose oder aus dem Glas. Das ist natürlich nicht ganz so frisch, aber man muss sie einfach zu helfen wissen. Unsere entkernten Kirschen werden wir jetzt noch ein bisschen marinieren. Die geben wir mal in eine große Schüssel. Wir werden sie ein bisschen anzuckern. Die Kirschen sind ja süß, gerade nur eine Kleinigkeit mehr. Säure ist auch beim Backen sehr wichtig. Zitrone und Kirschen ist die perfekte Kombination. Ein Schluck Alkohol macht das Ganze auch noch besser. Hier passt am besten ein Kirschwasser bzw. ein Weichselbrand dazu. Vanille gehört natürlich auch dazu. Butter, auch wichtig für die Füllung. Jetzt vermischen wir das Ganze, damit Alkohol, Vanille, Butter, die Zitrone, dass das überall drauf ist, auf allen Kirschen. Damit es kein flüssiges Kompott wird, tun wir es mit Maisstärke binden. Einfach drüber sieben, noch einmal umrühren und dann ist die Füllung schon fertig. Zum Backen vom Kirschschlangl haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich backe es gern mit einem Tartlettring. Da wird es erstens schön rund, man kann einen schönen Rand gestalten und man tut sich leicht, wenn man es aus der Form rausgibt. Ihr könnt es natürlich auch in einer Keramikform backen oder am allereinfachsten einfach als Blechkuchen. Den Boden hinlegen, die Kirschen und zudecken, fertig. Jede Kuchenform ist immer gut, wenn man sie einfettet. Großzügig, großzügig. Man ärgert sich nachher, wenn der Kuchen bicken bleibt. Den kalten Mürbteig müssen wir nur mehr vom Backpapier trennen. Wir ziehen einmal das Backpapier ab, dann drehen wir es um und ziehen es noch einmal ab. Wenn wir das nicht machen, kriegen wir es sehr schwer vom Backpapier runter. Für beide Teigstücke, für den oberen Teil und für den unteren Teil. Jetzt stürzen wir den Teig einfach rein. Schwupp. Solange das Backpapier noch oben ist, können wir den Teig ganz einfach in alle Ecken reindrücken. Und so kriegt man wirklich eine wunderschöne Tartform zusammen.
Überschüssigen Teig schneiden wir einfach ab. Wenn uns irgendwo der Teig ausgegangen ist oder wenn wir ein Loch haben, können wir das ganz einfach wieder reparieren. Die Teigreste, die wir weggeschnitten haben, werden wir noch einmal ausrollen, damit wir genügend Teig zum Decken haben oder zum Flechten. Die schöne Kirschfüllung werden wir jetzt einfach auf den Mürbteigboden verteilen. Zum Schluss nehmen wir einfach die Kirschen Stück für Stück und wir füllen alle Löcher auf. Wirklich ganz, ganz dicht aneinander machen, dass wir wirklich eine durchgehende, dicke Kirschfüllung haben. Damit wir alle Kirschen aufbrauchen, habe ich sie noch einmal halbiert und ich lege noch eine Lage mit halben Kirschen drauf. Die abgetropfte Flüssigkeit, damit wir die nicht vergeuden, werden wir die Kirschen noch ein bisschen bepinseln, aber nicht zu viel, dass das nicht zum Safteln anfängt während dem Backen. Den restlichen Mürbteig, wir haben wieder zwei Möglichkeiten, schnell und praktisch, ihr gebt den ganzen Teig einfach drüber oder ich zeige euch, wie man es schön flechten kann. Zum Flechten, wir brauchen immer eine ungerade Zahl an Streifen. Also ich mache jetzt 5 Streifen. Wir brauchen 5 Querstreifen und 5 Längsstreifen. Wir beginnen mit den 5 Querstreifen. Wir legen die einfach der Reihe noch drüber. Das geht am leichtesten mit einer Palette oder schnell sein. Die warmen Finger schmelzen ja den Teig ganz geschwind. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt beginnen wir mit den Längsstreifen und jetzt fangen wir zum Flechten an. Damit wir ein schönes Flechtmuster haben, das ineinander verwoben ist, müssen wir das jetzt immer aufkloppen und zukloppen. Das ist nicht schwer, es braucht nur ein bisschen Zeit. Wir beginnen einmal in der Mitte, legen wir mal einen Streifen hin. Jetzt legen wir die drüber. Da haben wir schon die erste Verstrebung. Für den nächsten Streifen werden wir den ganz oberen umklappen, den ganz unten und in der Mitte. Dann nehmen wir einen neuen Teigstreifen und tun da wieder zukloppen. Und dann haben wir schon die nächste Verstrebung. Für den letzten Streifen auf der linken Seite klappen wir den zweiten und vierten Querstreifen um und flechten einen neuen Teigstreifen ein. Als nächstes machen wir jetzt genau das Gegengleich. Wir nehmen 1, 3, 5, 3, 5, wir legen den Streifen wieder drüber und kloppen es wieder um. Und zum Schluss haben wir 2 und 4, kloppen wir die um. Und dann sind wir schon fertig mit dem Flechten. Ihr werdet sehen, es zahlt sich aus. Das ist der schönste Kirschkuchen, den ihr jemals gegessen habt. Die überschüssigen Teigstücke tun wir wegschneiden. Für einen schönen Glanz tun wir es zum Schluss einfach noch bestreichen. Ich habe ein Ei mit ein bisschen Milch und Zucker vermischt. Für noch mehr Glanz sorgt Staubzucker. Der Mürbteig selber ist ja wirklich kaum süß. Der wunderbare Kirschkuchen braucht ca. 30 bis 40 Minuten im Backofen. Am besten mit Ober-Unterhitze backen, 220 Grad und ab in die Röhre. Damit der Kuchen gut auskühlen kann, werden wir den Ring vorsichtig entfernen. Ich schneide einmal mit dem Messer rundherum und dann schnell hochheben, damit man sich die Finger nicht verbrennt. Viel Spaß beim Nachbacken. Ich bin mir sicher, das wird auch euer Lieblingskirschkuchen. Ich gönne mir jetzt ein Stück im Garten. Bis bald, euer Julian.